So, ich mache Bestellung. Heute ist Sonntag. Wir waren heute schon beim. Wo waren wir denn heute schon? Beim Sixties, ja. Oder Mama. Bei Mama will nicht mitkommen, Mama. Oder so. Ich gehe nur faul, wollte ein bisschen länger schlafen. Und, schon aufgestanden schon lange. Und wollte sich dann wieder hinlegen. Ja, das hat sie dann auch getan. Was soll die gespielte Lockerheit? Fakt ist, ich mach Bestellung. Und dann sehen wir es gleich nochmal. So, jetzt möchte meine Frau jetzt von mir. Oh, hoppala. Das ist aber auch unangenehm. Dann sortieren wir mal mit. Was hat sie denn jetzt hier aussortiert? Klamotten. Jetzt haben wir noch ein bisschen was vor sich. So Leute, heute am Sonntag bin ich jetzt noch mal im Keller unten, weil ich muss ein bisschen aufräumen hier. Es sieht alles schlimmer aus. Ja, also. Das läppert sich so schnell zusammen hier. Und da muss man echt hinterher sein. Plus einer Woche schaffe ich das immer nicht, weil ich so viel zu tun habe. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen in Ordnung hier. Dann fange ich mal an, hier hinten mit Räder sortieren. Räder ordnen. Räder stellen. Moin! Man sieht ja auch nicht hier so richtig. Es geht wieder los. Gestern war ich ja noch hier, hab ein bisschen aufgeräumt, da ihr gesehen gerade. Und es sieht trotzdem nicht besser aus. Ganz in Ruhe aufmachen, alle draus bringen. SEK stürmt bis ins Kinderzimmer. Morgen, Herr Müller. Morgen. Herr Böhner, was hast du denn da gemacht? Hast du neben den Griff gegriffen? Einmal durch. Hast du das Fahrrad mitgenommen? Welches Fahrrad? Meins? Nee, wieso? Das ist übrig. Carsten, hör auf, ey. Das ist mein voller Ernst. Ey, ihr macht mich alles schwach. Hört auf. Das ist mein voller Ernst. Carsten? Das kann doch nicht sein. Ich bereue den Kopf schon wieder. Das kotzt mich so an. Ich kotze wirklich ab, Alter. Du hast das wieder woanders abgestellt. Nein, ich hab's doch. Hast du das hier vorne irgendwo mit drin gestellt? Nein. Ich gucke. Vor meiner Haustür. Und auf dich. Haben sie dem das Rad geklaut wieder? Unglaublich. Egal. Muss ja weitergehen. Ich sag, ich schaff die eh ab, die Mieträder. Das hat ja überhaupt keinen Sinn. Mietradumsatz. Kannst du vergessen, geht ja nicht. Deswegen schaff mal die eh ab.
Und sie geklaut werden, ist natürlich trotzdem scheiße. Ne? Also, muss ja nicht sein. Gut, ich habe auf alle Fälle jetzt zu tun. Ich fange an. Ich lege los. So. Ich glaube, ich höre auf mit Fahrradladen oder so. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Das ist echt scheiße, ist das, ja. Sind Carsten ist in Rad geklaut worden. Ja, okay. Jetzt kommen zwei andere Kunden, denen ist auch ein Rad geklaut worden. Also denen ist zwei Räder geklaut worden. Jetzt sind heute drei Räder weg. Das sind schon 1200 Euro. Miese heute. Und was soll ich Carsten abnehmen? Und die Bienenkunden, die Ausländer. Hier, was weiß ich, was war das? Dänemark, irgendwas, was sehe ich, Holland, ich weiß es nicht. Die konnten auch nicht bezahlen. Sorry, wir können nicht bezahlen. Also nicht mal das, nicht mal das, diese Selbstbeteiligung können sie bezahlen. Aber die haben unterschrieben dafür. Ja, was willst du da machen? Kannst du da nicht rumstreiten. Jetzt bin ich 1200 im Minus. Ey, wenn ich so, wie soll ich denn so arbeiten? So kann ich nicht arbeiten. Das wird mir steckt nur im Minus. Ich komme nicht aus dem Minus raus. Mich kotzt das so an, ey. Ich habe doch noch eine Familie zu ernähren. Ich kann das ja nicht weitermachen. Das Business weit lohnt sich ja nicht. Hallo? Alter, Scheiße. Was soll's. Ja, bitte? Hallo? Ja, wirklich zum Kotzen, ey. Ja, ich verkaufe den ganzen Scheiß und mache andere Videos. Mach was anderes. Nicht. Bock mehr, echt. Bringt doch nichts. Bringt nichts. Nur Ärger. Ich habe 5 Räder vermietet gestern. Und davon sind 3 gestohlen. Gestern, Quatsch, vorgestern. Jetzt am Wochenende. Davon sind 3 geklaut. Kann nicht sein. Alter, wie soll ich denn das machen, ey? Ich komm nicht auf den grünen Zweig, ey. Kannst du machen, was du willst? Bis zum Kotzen ist das, Alter, wirklich, ey. Man macht und tut und gibt sich Mühe und steht ja schon ewig hier, um wirklich jeden abzugreifen, der dann irgendwie noch denkt, ein Fahrrad reparieren lassen zu müssen. Ey, oh. Dadurch sehe ich meine Familie nicht und das ist mir alles nicht wert, ganz ehrlich, ey. Und dann am Ende so was da rumkommt, dass du einfach so, ja, kannst nicht zahlen. Wir unterschreiben alles, aber wir können nicht zahlen. Wolfgang schreit schon wieder da vorne, er hat wieder was für mich. Zeig mal, Wolfgang, zeig mal, was so geht. Ich gehe da eben mit Ruf, ich kann nicht kommen. Lass es mal meinen stehen bei dir. Wieso? Das hat einer nämlich da hingestellt, vielleicht aber einer rausgeschmissen. Ob wir dahinter so viele Sachen haben, ich habe das vorhin gerade gesehen. Wo denn? Da war bei der Nummer 18 bei uns, da war einer da, der ist in den Park vorbeigekommen, ganz zu hoch. Die ganzen Kinder, die 3 Mädels hat da, der große, lange mit seinem Zopfteil, der mal hier Bier holt. Ich kenne mit wie viele Hunde da. Ja. Ja, dann will ich sehen. Ja? Will ich sehen. Ja, Wolfgang, danke. Bitte. Ja. Was? Hat der Carsten sein Fahrrad schon wieder gefunden? Nee, hat er nichts geklaut. Oh. Doof, ey. Sauer, ey. Naja, die haben alle. Und sie die scheiß China-Räder machen. Ja, sowieso bloß Eier mit die Scheiße. Naja, hast recht. So. Bist du noch eine Stimme aus dem Volk hier? Ja, ist so. Du wirst aber wieder was beschissen in Berlin. Hallo, liebe Leute, hört mal hin. Gucken wir uns jetzt mal an. Geplatzt. Geplatzt. Ja, gerade in der Sonne. Ja, das kann durchaus passieren. Dann setzen wir uns jetzt doch mal raus. Zwei
rechte Scheibe ist ab. Da ist nichts mehr drin, nur alles rausholen. Furchtbar. Da habe ich es einmal neu. Wolfgang kommt. 97, 96, 97, 98. Dann nehmen wir. Achso, ja, die Ostzeiten noch, ja. Ostzeiten, du bist schon so einer. Achso, Entschuldigung. 97, 98. Nee, zu Ostzeiten konnte ich doch nicht laufen so richtig. Ja. Nee, ach ja, stimmt, das war ja hier. Da war ich noch am Laufen üben. Ja, ja, das war 97, 98. Ja, das war ja. Da war schon die Mauer aufwärmen. Gut, ich hatte eigentlich nur eine Frage, jetzt habe ich zwei, als ich angekommen bin, weil das eine Klapprad da draußen gefällt mir ziemlich gut. Ich frage, ob du das verkaufst oder erstmal. Das Stepp, Mieter. Das ganz einfache, so mit dem. Ja, kannst du haben für 80. Wow! Jetzt sag nicht, dass es teuer ist. Also ich verkaufe sowas für 50 oder 60. Ja, nee, ich verkaufe es für 120 eigentlich. Und echt? Ich verkaufe es ja auch. Also ich, da gehe ich okay. Runter. Das ist halt, das ist so ist das halt. Das ist ein Diamantrahmen oder? Der Diamant, gab es nicht als Klapprad, Mifa ist das. Nein, ich meine jetzt aus echt Diamanten oder aus Platin. Ach, jetzt hör doch auf, ey. Platin oder so. Da kriegst du nicht mal ein halbes Gramm für, ey. Oder ein halbes Karat. Ich. Halbes Karat sowieso nicht. Ein halbes Karat kriegst du 500 Euro in der schlechtesten Diamantqualität. So, ich mache jetzt Feierabend. Was für ein Tag. Meine Lieferung ist heute gekommen. Ich habe bei eBay ein paar Fachteile gekauft, alte MTB-Teile. Ich freue mich schon aufs Aufpacken, Auspacken den ganzen Tag. Die nehme ich mit nach oben. Schon wieder. Jetzt nicht produktive drauf. Wir haben ja noch 42 Minuten. Nee. Narbe. Narbe. Parallax XT Narbe. Schön aus. Vorderrad XT. Musst du jetzt noch schneiden? Ja. Gute Nacht.